Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Plucky Squire. Nee, der kühne Knappe, so. Auf Deutsch ist der kühne Knappe. Plucky Squire ist Englisch. So, wir sind zurück im Buch. George, mein Junge, willkommen zurück in Mojo. Viel zu besprechen. Kapitel 3. Mondbad. Ich scheine in diesem Kapitel eine recht bedeutende Rolle zu spielen. Und soll ich mich von meiner besten Seite zeigen? Mach das. Grüß dich, Junge. Richard, freut mich, dass du unversehrt zurück bist. Es ist bestimmt jede Menge Fragen, mein Junge. Die Antwort auf die erste Frage lautet... Ja, ich weiß, wie cool diese Sonnenbrille aussieht. Die Antwort auf die zweite Frage lautet... Ja, unsere gesamte Welt ist tatsächlich ein Land in einem Bilderbuch. Verrückt, was? Ich habe dieses Geheimnis jahrelang sorgsam gehütet. Irgendwie hat es dieser abgefeimte Trottel Krummbeile rausgekriegt. Sehr bedauerlich. Wer weiß, welches Unheil er plant. Nun, da er die Wahrheit kennt. Keine Ahnung, dass viel Ärger auf uns zukommt. Aber dann müssen wir eben doppelt so viel Ärger bereiten, junger Knappe. Folge mir. So, ich musste kurz das Video unterbrechen. Das Telefon hat geklingelt. So. Erster Tagesordnungspunkt. Das Buch betreten und verlassen. Siehst du das funkende grüne Zeug da drüben? Ja. Das ist Metamagie. Damit kannst du die vierte Wand durchbrechen. Was nichts anderes heißt als, aus dem Buch zu springen. Mit durch das Portal und versuche E gedrückt zu halten. Was E ist? Nicht ganz sicher. Aber du solltest es gedrückt halten. Aber das haben wir ja jetzt schon gemacht. So komme ich raus. Test. Dort, ich spreche über Bluetooth-Headset mit dir. Weißt du was? Plötzlich ist meine Kehle wie ausgetrocknet. Zauberer sind wie Pflanzen. Wir brauchen genug Flüssigkeit. Nutze deine Umblätterkräfte, um mir etwas zu trinken zu besorgen. Geh zum Rand des Buchs und schau, was sich machen lässt. Okay. Also hier... So, sehen wir uns das mal an. Anscheinend kannst du zum Blättern A, D verwenden. Mach das doch am besten gleich. Okay, falsche Seite. Warte mal. Oder muss ich... Ah, siehst du das Leuchten an den Kanten des Papiers? Damit teilt das Buch dir mit, dass es etwas nützlich auf seinen Seiten gibt. Geh her und zieh nach, was du finden kannst. Okay. Dann geh mal rein da, das ist ja seine Hütte hier. Ein Getränk, eine Cola oder so. Okay. Meine Limo, das genügt voll auf. Komm her zurück und bring mir die Limo vorbei. Warum weiß er, dass ich eine Limo habe? So, wieder manipulieren. Blättern. Ja. Jetzt wird Limo gezischt. Ah, genau das Richtige. Danke, Junge. Diese Umblätterhandschuhe können sie sehr praktisch sein, stimmt's? Ich weiß, dass er auf den Schreibtisch gelegt hat. Ich habe einige nützliche Dinge da draußen platziert, doch es gibt ein kleines Problem. Bin mir nicht sicher, wo genau sie sich befinden. Dinge werden bewegt, weißt du? Sam ist ein Energiebündel, dort herrscht Chaos. Wenn du etwas von den Sachen auf dem Schreibtisch brauchst, musst du selbst danach suchen. Letzter Tagesordnungspunkt.
Minibart. Jo. Ich höre, kennt ihr euch bereits? Minibart ist ein kleines Abbild von mir. Ich habe ihn als Hilfe im Haus erschaffen. Er ist recht nützlich und ein ziemlich guter Rätsellöser. Wenn du Probleme mit deinem Rätsel hast und ihn siehst, frag ihn doch um Rat. In dem kleinen bärtigen Kopf steckt eine Menge Weisheit. Dort. Unser Land wurde noch nie von so etwas wie Grumwalds Metamagie heimgesucht. Gewaltige Umbrüche und große Kämpfe könnten uns bevorstehen. Doch ich vertraue darauf, dass du allen Herausforderungen gewachsen bist. Schließlich bist du der kühne Knappe, mein Junge. Ich glaube an dich. Habe ich immer getan, Junge. Und jetzt warten deine Freunde auf dich. Wenn du das Buch verlässt und zur nächsten Seite blätterst, dürftest du sie finden. Okay. Kann ich auch von hier aus manipulieren. Da. Na, guck mal. Wir haben dort verloren. Ich kann es nicht fassen. Wir hätten ihn nicht alleine hier hochsteigen lassen sollen. Wir hätten ihm Rückendecken geben sollen. Aber was hätten wir tun können? Wir sind keine Krieger, so wie er. Waren wir nie, werden wir nie sein. Er wird Mojo jetzt beschützen, wo er fort ist. Überraschung! Dort! Alter! Es geht dir gut. Moment mal. Du bist doch kein Geist, oder? Natürlich nicht, krass. Sieh dir sein Gesicht an. Weich und elastisch wie immer. Freut mich so, es zu sehen. Hast du denn gesteckt, Jot? Hallo, Leute. Mondbart, bist du das? Allerdings, ich spreche über ein sogenanntes Bluetooth-Headset mit euch. Das ist eine seltsame Form magischer Kommunikation, auch bekannt als Referenzgespräch. Spannende Angelegenheit. Erzähl zu, diese Sache mit Grumwald ist besorgniserregend. Wir müssen uns in Arctia mit Königin Chroma beraten. Begebt euch gleich dorthin. Ich habe mich um Zauberdinge und einen Donut zu kümmern. Ich stoße später zu euch. Viola, krass, euch bringe ich unterwegs auf den neuesten Stand. Und Bad Ende. Endsgespräch? Naja, du hast ihn ja gehört. Wir reisen nach Arctia, in meine Heimatstadt. Und Jot, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Kommt, flitzen wir los. Ich hab mein Schwert, das muss ich mitnehmen. Yehe! Juhe, juhe, hopsasa. Und so reisten unsere Helden nach Arctia, um die gute Königin Chroma zu besuchen. Kapitel 4. Ein trügerischer Pfad. Okay. Der Sonnettsumpf ist das. Auf dem Weg nach Arctia nahmen unsere Helden eine Abkürzung. Durch ein wasserreiches Land. Den Sonnettsumpf. Nun, das ist unbekanntes Gelände, Kinder. Schaut, deine Geschichte hat dich nie hergeführt. Dafür existiert kein Skript. Die Sache könnte böse ausgehen. Vielleicht wirst du zerquetscht, von einem Riesenfrosch verschluckt, wer weiß. Obwohl der Sumpf recht kultiviert sein soll, wie ich gehört habe. Die Bewohner pflegen eine Vorliebe für Poesie. Wenn ihr je hören wolltet, wie Schnecken Verse vortragen, ist das eure Chance. Trotzdem, mit schlechter Empfang. Bumpert? Anscheinend funktioniert Bluetooth im Sumpf nicht so gut. Ich schätze, die Verbindung wird wiederhergestellt, sobald wir auf der anderen Seite sind. Ja, auf die andere Seite gehen wir morgen. Danke, danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.